Manuel, erzähl doch mal, was ist dein Lieblingstrack von Miss Doggy Style? Ist Ah, es wie? Spritz mir erst in den Mund, Sperma in meinem Ja, Arsch, genau das schmeckt das. gut. Das ist Google einfach auf jeden Fall mal, so wenn ihr Miss schnell Doggy Style gesagt. nicht kennt, bester Mann in Wir haben ganzer ja auch schon Welt. mal. Jo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Downy Time mit Falsch! Wir Y. klauen wieder Begrüßung von Broken Sums TV. Ja, das bin ich! Hallo! Und ja, wir haben die letzte Stage in der letzten Folge geschafft. Wenn ihr sehen wollt, wie das gegangen ist und wie krass wir uns dafür. Hä? Geh mal da Nein. drauf. Wolltest du mich verarschen, ne? Nein, wollte ich nicht. Wolltest du nicht? Okay. Komm hoch. Ich wusste, das ist so kleine Komm Missgeburt, doch. ne? Manu, du musst es doch wollen. Guck mal, ich bewege mich nicht mal und du gehst da runter, du kleiner Hurensohn. Mit R. Was geht hier? Aua. Hä? Oha! Okay, krass. Hier oben ist schon die erste Kabiste. Oh ja, hier ist der Jizz-Entferner. Mann, nimm dir auch deinen eigenen Jizz-Entferner, komm. Joa. Oh fuck. Oh nein. Du bist so dumm, Ah, das Alter. ist kein Problem. Das ist kein Problem. Oh, das war ein Problem. Hallo? So, Moment. Hä? Was wollte ich jetzt Was machen? Ich weiß gerade nicht, was in meinem Kopf los ist. du wolltest dir neue Wolle holen. So, Du hast die wir haben Wolle. auf jeden Wie viel Fall. Wolle hast du gerade kaputt gemacht? Ein. Hast du dir eins wieder Ich hab zurückgeholt? jetzt die zwei. Kleiner Missgeburt. Du kleiner Huu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 u
Okay, da oben ist dann scheinbar nichts mehr dran bei dir, ne? Ne, da musst du mir nur den Game Mod wieder wegnehmen. Dann haben wir das Schranklevel auch geschafft. Geilo. Geilo, würde ich sagen. Manuel, erzähl doch mal, was ist dein Lieblingstrack von Miss Doggy Style? Ist es. Wie? Spritz mir erst in den Mund, Sperma in meinem Arsch. Mmh, genau das. Das schmeckt gut. Das ist googelt auf jeden Fall so mal, wenn ihr Miss Doggy Style nicht kennt. Bester Mann in ganzer Welt. Wir haben die auch schon mal bei uns in Videos verlinkt. Hat ihr es gesehen? Hat die Facebook? Boah, das wäre geil, ne? Boah, das wäre richtig geil. Warum vielleicht muss ich jetzt auf Köpfe von der und mehr von und der und der. Dann der mehr? Oh, yo. Boah, Junge, ne? Du kleiner Bastard, ne? Ich schwöre, ich komme jetzt, ich komme. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Du kommst nicht dran, du kleiner Hurensohn. Nein! Hör mit auf! Ich der. Nein! Warum? Du wurdest mit Jizz Inferno 7 erschlagen. Jizz Inferno 7. Ich wusste es. Warum ist jetzt hier so dunkel? Du musst über den Druckplatte wieder gehen, wo du Nachtsicht bekommst. Wo ist das? Das hier? Das mit dem Grün, ja. Das mit dem Grün. Puff, danke, geil, danke, call. Ja, Freunde, wie ihr seht, wir haben reichlich Spaß mit diesem Konzept und ich finde einfach die Adventure Map an sich schon ziemlich geil, also von der Kreativität her auf jeden Fall richtig gut. Wenn ihr Ähnliches auf Lager habt oder auch richtig billige Maps habt, keiner hier doch mal war auf so eine richtig billige Map. Ja, so eine richtig abgefuckt schlechte. So, war alles so richtig scheiße. Manuel, ohne Witz, ne? Wenn ich dich sehe, dann denke ich an dein Auto, weil ich dich überfahren möchte, du Hurensohn. Du kleine Missgeburt. Wenn ich einen Burnout zwischen meinen Arschbacken mache. Boah, Manu, du machst mich so sauer manchmal, ne? So richtig sauer. Da werde ich sauer wie Sourcream. Du kleine Missgeburt. Alter, wir. Das. Irgendwie kommt mir dieses Jump'n'Run viel einfacher vor, als das, was wir als erstes gemacht haben. Ja, wir haben auch jetzt schon ein bisschen Sekt und Champagner getrunken. Ja. Sekt und Champagner, Sekt und Champagner. Leck mir den Arsch und es wird entspannter. Die ist echt. Miss Doggy Style. Echt. Wie man, erstens, wie kommt man auf so einen Namen? Miss Zweitens, Doggy Style. Wieso möchte sie unbedingt ihre Ehre verlieren? Hat sie doch schon längst. Hä, wie soll man das schaffen? Was denn? Wo, an welcher Leiter hänge ich gerade? An der hier? Ich schwöre, ich verstehe gerade nicht, wie man das schaffen soll. Ah doch, warte, da ist ein kleiner Trick dabei. Ich glaube, du musst so. Machst du das weg und dann musst du um die Ecke so. Ja, yeah, das habe ich ja gemacht, aber danach, wenn du dann oben bist, dann ist das eine irgendwie falsch dran. Da ist schon irgendwer verdreht. Nee, das ist verdreht. Dein Kopf ist verdreht. Ja, komm, geh erstmal nach oben, dann wirst du das Problem sehen, was ich habe. Aber ich schaff diesen Sprung da gar nicht. Warte. Wie geht der, Alter? Yo, wir müssen hier nochmal einen Savepoint einrichten, glaube ich. Oder nee, brauchen wir eigentlich bei dem Jump'n'Run nicht, ne? Ja, also hier. Das schaffen wir so. Oh, Mann. Ey. Ihr seht schon, es ist sehr kritisch, wenn es halt nur Maps sind, die wenig Story drin haben. Also hier ist ja echt so eine Story dahinter, aber nur Jumperei. Nur Jump'n'Run. Und das ist halt immer ein bisschen kritisch für uns, weil wir halt auch so ein bisschen Roleplay gerne machen. Und zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Villager rumlaufen würde, der Mr. Pimmelnase hieß oder sowas, hätten wir bei den Behinderten damit leicht viel mehr Spaß. Nachbar. Heißt der Mr. Pimmel. Was? Hat dein Nachbar eine Schwanznase? Du kennst doch Mr. Nachbar Pimmelnase, da steht doch auf der Klingel. Hä, was? Hä, als du letztens bei mir warst, du Spasti. Ach, der, Thaddäus. Ja, der auch immer Saxophon spielt, anstatt Klarinette. Hä, nein, das ist, du meinst, das, hä, nein, das war der mit Klavier. Hä, nein, ich hab mehrere Nachbarn. Ach ja, du bist ja, du und die, die Klavier spielen, das sind Weibats. Sind die geil? Die sind jung. Wie jung? So, 14 und 16, oh, zu alt. Haben die schon Milchzähne? Ich kann die ja mal fragen, Alter. So, ey. Boah, Junge, das ist unmöglich wieder. Frag die so, ey, habt ihr noch Milchzähne in den Kopf drin? Vor allem, bei dir in Stage schaffen wir immer was und bei mir ist immer so richtig Sekt und Champagner einfach. Sekt und Champagner. Warte, hier ist ein Knopf. Hä, was passiert? Da oben, das da. Wenn ich hier drauf drücke, was passiert da? Da oben kommt, da ist jetzt so eine Platte rausgekommen. Wie kommst du da hin, Manuel, wie? Wo ist eine Platte rausgekommen? Da oben, die Steinplatte. Die ist jetzt draußen? Ja. Die war noch gar nicht draußen. Nein, wie kommst du da hin, wie schaffst du das? Aber nein, da oben passiert noch irgendwas. Wie kommst du da hin?
Warte, das war voll einfach. Du nein. So, zack, zack, zack und dann bist du unten. Ja, toll, das hilft. Warte, ich zeig dir. Guck mir jetzt an. So, guck mir zu. Du musst mir auch zugucken in deinen Kopf dran. Warte, ich komm hoch. So, okay, mach. Ups. Gut, ne? Guck. Super easy. Einfach. Warte, drück mal auf den Knopf. Da kommt noch so ein Block raus. Okay. Stimmt. Einer muss auf jeden Fall an dem Knopf bleiben. Oh, nee. Oh, nein, Alter. Schon wieder Teamwork. Das ist mit dir richtig schwierig, Alter. Ich erinnere dich noch an Portal, wo ich alle Rätsel gelöst habe. Ja, wo du alle Rätsel gelöst hast. Ja, das zum Beispiel war das Rätsel Zeit. Von dem alten Mann. Ich bin 62 Jahre alt, bin nicht dein Bruder und nicht dein Vater. Wer bin ich? Oha, was war die Lösung? Adolf Hitler oder richtig. So. Und das hast du nicht gewusst. Boah, ich krieg hier noch ein Ritscheting, ne? Jetzt guck dir das an. Guck, wo ich hier bin. Geh mal ein bisschen zurück. Guck, diese Platte geht falsch nach oben. Welche? Die da. Ach so, ja, stimmt. Dann, das kann man nicht schaffen. Warte, dann machen wir es jetzt doch anders, ganz kurz. So, das ist viel einfacher, weil da ein Fehler in der Map ist. Ja. So, jetzt machen wir hier Sekten-Champagner-Action. So, Freunde, ihr seht, ihr müsst ein bisschen... Das musst du aber an den Knopf. Ein bisschen Cheaterei hier betreiben, aber... So, warte. Bist du ready? Glück. Ja. Jawohl, geschafft. Hast du die Kiste, ist die Kiste da? Ja, hab. Hast du? Ja. Hast du? Hab ich. Hast du, Manuel, ne? Ja, hab ich. Manuel, hast du? So, ich bin auch direkt schon bei der nächsten Kiste. Wo? Aber hier ist Glas drüber. Das kann ich, eigentlich kann ich das kaputt machen. Hey, wie soll das denn gehen, Alter? Ah, nee, warte mal. Warte. Hier, warte. Guck mal, was passiert hier, was, wenn ich hier reingehe? Jetzt geht er zum Josef Fritzl, Alter. Ah! Was passiert da? 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 Ich komm, ich mach das. Was passiert denn? Guck, wohin? Guck auf dein Gesicht. Okay. Mach das nochmal. Nochmal. Soll ich das versuchen? Wenn du das kannst. So wie, okay. So wie Nahomol, Alter. Okay, bist du bereit? Ja, spam den Button einfach, bestimmt geht das. Fuck. Oh nee. Aber wir sind doch jetzt bei einer Folge schon am Ende. Dann machen wir es einfach in Manuels Folge. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge von... Downy Time. Die zwei Downies erleben gemeinsam Abenteuer und sind so richtig wilde Boys und ficken sich gegenseitig nicht in den Arsch, weil das nämlich gay. Wer ist der Manuel, der ist schwul? Tschüss.